der Leib und Seele verderben kann. In der Hölle. Wer ist das? Der Teufel. Ein gefallener Engel. Ich fürchte mich vor gar nichts. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihre Seelen sind des Teufels. Sie kommen alle in die Hölle. Hört auf! Die Hölle ist weit weg. Ich habe keine Angst. Sagt mir, was wird da draußen gebaut? Was? Da ist etwas Größeres im Bau, wie es scheint. Ja, aber... Was ist es? Eine Burg. Der Herr Bischof baut eine Burg. Eine Burg? Warum eine Burg? Ich weiß es nicht. Es steht mir nicht an, den Herrn Bischof zu hinterfragen. Natürlich. Und ich bezweifle, dass es euch ansteht. Gott ist auf deiner Seite. Und ich auch. Macht, dass er geht. Ich will, dass er geht. Sofort. Niemand darf erfahren, was Walleran und Henry versucht haben. Ich bezweifle, dass es irgendwen überraschen würde. Was für ein Narr ich doch war. Wir sollten gehen. Ich bin hier noch nicht fertig. Wir bleiben. Niemand darf erfahren, was Walleran und Henry versucht haben. Ich bezweifle, dass es irgendwen überraschen würde. Was für ein Narr ich doch war. Wenn der Bischof das hier sieht, wird er sicher entrüstet sein. Ich muss hier Ordnung schaffen. Ich muss hier Ordnung schaffen. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Was heißt das? So steht's in der Bibel. Das jüngste Gericht. Der zweite Tod der Sünder. Bischof Walleran sagt, wenn ein Sünder in eine Flamme blickt, starrt der Teufel zurück. Aus dem feurigen Pfuhl. Was? Ich kann ihn nicht sehen. Was ist? Wir reiten zurück nach Winchester. Sofort. Was ist geschehen? Vielleicht hat er die Zukunft gesehen. Gut. Jetzt geht auch ihr. Dieser Mann, William, hatte keine Ahnung, weshalb ihr beide hergekommen seid, nicht wahr? Ihr seid hergekommen, um den Herrn Bischof auszuspionieren. Ihr habt diesen Mann hergebracht. Ich? Geht. Sofort. Aber lasst das Geschirr und Besteck hier. Ich wollte nur den Tisch aufräumen. Da
seid ihr ja. Mein Sohn wirkte bei seiner Rückkehr sehr nachdenklich. Ihr Priester und euer Gerede, ihr macht ihn ganz irre. Er war aber in Hochstimmung, nachdem er damals mit eurem Bischof geredet hatte. Aber wir wissen ja, dass Walloran gut mit Worten umgehen kann. Nicht wahr, mein Gatte? Aber ja, sicher. Und wo wir schon beim Thema Walloran sind, was habt ihr auf eurem Ausritt gesehen, Mönch? Einen Bauplatz. Ah, dann hat Walloran ein eigenes Bauvorhaben. Wisst ihr auch, was er da baut? Eine Burg. Ja, er baut eine Burg für sich selbst. Und er hat jeden Stein und jeden Baum auf seinem Land aufgebraucht. Er behauptet, er wolle Bartholomäus Land für eure Kathedrale. Aber was Walloran in Wahrheit will, ist eine Burg. So ist er immer gewesen. Ihr habt gemeint, wir seien selbstsüchtig. Aber was ist mit eurem Bischof, ha? Was wollt ihr von mir? Als Prior von Kingsbridge werdet ihr zustimmen, dass mein Mann die ganze Grafschaft Shiring erhält. Und warum sollte ich euch einen solchen Gefallen tun? Weil wir euch Steine und Holz für den Neubau eurer Kathedrale geben werden. Der König kann all seine Versprechen einlösen und Walloran kriegt nichts. So lautet unser Angebot. Was sagt ihr? Nein, ich stimme nicht zu. Wieso nicht? Das war doch ein gutes Angebot. Euer Angebot reicht nicht aus. Der König erwägt immer noch, die Grafschaft Walloran zu geben, um unsere Kathedrale wieder aufzubauen. Ihr braucht dieses Abkommen mit mir ebenso sehr wie ich. Das ist... Doch. Ihr seid doch nicht so ein Narr, wie es scheint. Was sind eure Bedingungen, Vater? Was ist wertvoller? Urbares Land oder Wald? Urbares Land natürlich. Dann sollt ihr das Ackerland haben und ich bekomme den Wald. Ich brauche den Wald für die Jagden. Ein Graf muss über Jagdgründe verfügen. Jagen könnt ihr dort. Ich will bloß das Holz für meine Kathedrale. Ach. Was wollt ihr haben? Die Vieh- oder die Schafweiden? Die Viehweiden. Dann bekomme ich Schafzuchten in den Hügeln. Wollt ihr das Einkommen von den Märkten oder den Steinbruch? Angenommen, wir wollen den Steinbruch. Wollt ihr aber nicht, oder? Nein. Wir nehmen die Märkte. Ihr könnt die Steine haben. Das war alles, oder? Dann sind wir uns einig. Mein Mann wird dem König von unserer Absprache berichten. Bischof Walloran wird sehr überrascht sein. Ihr werdet sein wahres Gesicht sehen, wenn er nicht kriegt, was er will. Guten Tag. Kommt ihr, um jemanden in meinem Kerker zu besuchen, Vater? Oder wollt ihr euch selbst eine schöne, warme Zelle aussuchen? Hüte deine Zunge. Oh, das war nur ein Scherz. Seht ihr, ein Lächeln. Nur für euch, Vater. Bischof Henry schickt mich. Der Bischof, was will der Kerl? Ich soll mit Bartholomäus von Shiring reden. Bartholomäus von Shiring? Ha! Der ist jetzt nur noch Bartholomäus. Es ist sein vierter Tag ohne Essen. Bald ist er nicht mal mehr Bartholomäus. Bartholomäus, ich bin Bruder Philipp.
Könnt ihr mir vergeben, dass ich euch Unrecht getan habe? Nur Gott vergibt. Ein Mönch sollte das wissen. Eure Verschwörung. War sie es wert, dafür zu sterben? Stefan hat euch geschickt. Warum steht ihr auf Seiten des Thronräubers? Ich wurde gebeten, euch zu einem Geständnis zu bringen. Das haben schon andere versucht. Warum sollte ich euch gestehen? Ich bin verantwortlich für eure Gefangennahme. Ich fand einen Brief, den ihr an den Grafen von Gloucester geschrieben habt. Mein Bischof Walleran zeigte ihn Percy Hamley. Und warum? Was? Warum sollte dein Bischof das tun? Um einen Krieg zu verhindern und die Kirche zu schützen. Natürlich. Ich habe nichts zu gestehen. Mir tut nur leid, dass ich verloren habe. Das sage ich besser nicht dem König. Sie werden euch töten. Das haben sie schon getan. Mönch, sag ihnen, ich hätte gestanden. Was? Alles. Meinen Verrat. Aber... Der Sohn soll nicht büßen für die Schuld des Vaters. Sag das auch Stefan. Ihr kennt die Bibel? Richard und all jene, meine Kinder, sie müssen am Leben bleiben. Und auch euch einen guten Tag, Vater. Wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt. Sie glauben, Stefan wird Percy Hamley zum Grafen von Shiring machen? Vielleicht sollte ich morgen wiederkommen. Ja, ein Mönch kann hier nicht viel ausrichten. Euer Bischof und ich werden tun, was wir können, um eurer Priorei zu helfen. Mein treuer Untertan Percy Hamley wird mit dem heutigen Tag Graf von Shiring. Aus dem Besitz seines Vorgängers erhält Graf Percy die Burg. Sowie alles urbare Land, einschließlich der Güter, die an Ritter verpachtet sind, und die Viehweiden in der Ebene. Ich schwöre bei allem, was heilig ist, euer getreuer Lehensmann zu sein und euch gegen jedermann zu verteidigen. Mein Herr. Ah, natürlich. Natürlich habe ich die Sorgen meiner Bischöfe nicht vergessen. Der Graf von Shiring selbst, Percy hier, hat dieses Problem für mich gelöst. So kann ich das Versprechen einlösen, das ich ihm gegeben hatte. Und doch, Bischof Walleran, soll Kingsbridge wieder aufgebaut werden. Percy berichtete mir von einem Mann, den mein Bruder mir noch nicht vorgestellt hat. Tretet vor, Vater Prior. Philipp von Gwyneth, mein Bruder. Herr, ihr scheint euch zu fürchten. Was bedrückt euch so? Mich bedrückt, dass ich keine saubere Kutte besitze. Habt keine Angst. Ein Mönch soll wie ein Mönch aussehen, nicht wie ein König. Nun zu der Absprache zwischen euch, Prior Philipp und Percy Hamley.
Er will, dass ich die Schafweiden des früheren Grafen der Priorei von Kingsbridge gebe. Die Priorei erhält darüber hinaus das Recht, im gräflichen Steinbruch Steine zu fördern und Holz in den Wäldern zu schlagen. Dem Plan, den ihr beide geschmiedet habt, stimme ich gerne zu. So soll es geschehen. Danke. Ich danke euch, Herr. Es erschien mir unnötig kompliziert, das Land dem Bischof zu geben. Percy sagte mir, dass ihr, Vater Philipp, diese Meinung teilt. Er sagte mir, es sei eure Idee, die Last des Neubaus eurer Kathedrale auf eure eigenen Schultern zu nehmen. Ich... Wunderbar. Ich bin froh, dass wir alle euch, Bischof Walloran, in dieser Sache helfen konnten, nach allem, was ihr für mich getan habt. Ich danke euch, Herr. Bartholomäus hat bei seinem Aufstand gegen die Krone alles verloren. Heute Morgen fand man ihn tot in seiner Zelle. Ich hörte, dass ihr, Vater Philipp, euch um seine Kinder sorgt. Sie werden ihr Land und ihren Titel verlieren. Doch ich spreche sie hiermit von jeder Schuld frei, wo auch immer sie sein mögen. Ihr müsst sehr stolz sein, Lady Hamley. Natürlich. Vater Philipp war in allen Fragen sehr verständnisvoll. Ja, er ist bemerkenswert. Sehr bemerkenswert. Mein Mann und ich waren entsetzt, als wir von dem Feuer in Kingsbridge hörten. Es ist ein Segen, dass wir ihm und seiner Priorei jetzt helfen können. Ihr habt den Wind gesät, Philipp. Sind alle bereit? Ja, alle werden dort sein. Aber wie sollen wir hier beten und singen? Ich traue mich nicht mal, meinen Chor hier aufzustellen. Wir werden uns daran gewöhnen, wir alle. Wir sollten für all dies dankbar sein. Für jedes Geräusch und für jeden, der uns hier stört. Wir fangen mit dem Chor an und arbeiten uns langsam von Ost nach West vor. So wird das gemacht. So hat man es mich gelehrt. Ich schätze euren Eifer, sehr geehrter Steinmetz. Aber bislang räumen wir nur Schutt. Ich habe bisher noch nicht einmal darüber nachgedacht, einen Baumeister einzustellen. Weder euch noch sonst jemanden. Darf ich euch ein paar Zeichnungen zeigen? Wenn ihr mögt. Seht zuerst hierher. Stellt euch vor, ihr steht inmitten des Hauptschiffs und betrachtet eine der Seitenwände. So würde sie aussehen. Sind das Fenster? Ja, aber das ist nicht alles. Im untersten Geschoss sind die Pfeiler der Arkade. Sie sind durch Bögen verbunden, welche die Joche bilden. Durch die Bogenöffnungen könnt ihr die Fenster des Seitenschiffs erkennen. Bevor wir mit dem Bau beginnen, markieren wir, wo die Wände stehen werden. Die Säulen, die Türen und Strebepfeiler. Dafür brauchen wir solch einen Plan, um zu wissen, wo wir unsere Pflöcke setzen und Schnüre spannen müssen. Ist dies wie ein Vogel den Bau sehen würde? Ja, richtig. Ich habe euch noch nicht alles über den Grundriss erzählt. Auf der linken Seite seht ihr das Langhaus. Es hat 6 Joche. Und der Chor? Der Chor wird 4 Joche haben. Mhm. Hmm.
Ich sehe, dass das Querhaus 2 Joche breit ist. Insgesamt wären es also 12. Aufgezeichnet sieht das sehr prachtvoll aus, aber wäre damit die Kirche in Wirklichkeit nicht recht klein? Sie wäre kleiner, aber nicht minder eindrucksvoll. Vermutlich habt ihr recht. Eine kleine Kirche würde unseren bescheidenen Mitteln sehr viel gerechter werden. Wenn die Dinge nur einfacher wären. Der König gewährt uns Holz, Steine und Wolle von Shirings Weiden. Aber nur Gott weiß, ob das reichen wird. Ich nehme... Ich weiß genau, wie viel das kosten würde. Es wären nicht mehr als 3000 Pfund. Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, das Jahreseinkommen der Priorei exakt zu berechnen. Hier ist das Ergebnis. 300 Pfund. Und davon ist bereits jeder Penny verplant. Fahrt fort. Zeigt mir den Rest eurer Zeichnung. Wenn ihr die Frontwand einreißen und euch vor die Kathedrale stellen würdet, würde es so aussehen. Interessant. Was ist das große Objekt direkt über dem Eingang? Das Langhaus wird 32 Fuß hoch werden und noch höher wirken. Und mit seiner Pracht den Blick gen Himmel ziehen. Wohlgesprochen. Eine Halle, die gotteswürdig ist. Ich fragte mich immer, wie so hohe Wände halten können. Das wäre der Turm. Ich weiß, aber wieso befindet er sich direkt über dem Langhaus? Sollte er nicht näher beim Querhaus sein? Lasst euch nicht täuschen. Natürlich steht der Turm weiter hinten. Man kann in einer Zeichnung nur keine Tiefe darstellen. Ah, interessant. Wie hoch soll er werden? Wie hoch hättet ihr ihn gerne? Oh, ich erwarte keinen weiteren Turmbau zu Babel. Nur etwas, das zugleich bescheiden wie eindrucksvoll ist. Was ist mit den anderen Zeichnungen? Ihr erkennt die Seitenschiffe? Natürlich. Das ist nicht die erste Kirche, die ich sehe. Wusstet ihr, dass ihr Hauptzweck darin besteht, das Mittelschiff zu stützen? Faszinierend. Ich muss sagen, ihr scheint euer Handwerk zu verstehen. Die Mauern des Hauptschiffs werden von den Seitenschiffen und Strebepfeilern gehalten. Sehr interessant. Was ist mit den anderen Zeichnungen? Keine Kathedrale könnte ohne Strebepfeiler und Seitenschiffe bestehen. Ja, das erwähntet ihr bereits. Lasst mich euch mehr über die Seitenwände erzählen. Direkt in der Mitte ist das Triforium. Soll ich weitermachen? Ja, natürlich. Ich war nur eben in Gedanken. Redet weiter. Noch irgendwelche Fragen zum Triforium? Nein. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Langhaus? Nein. Fahrt fort. Ich weiß, dass der Chor sehr wichtig ist. Ich versichere euch, er wird prächtig werden. Ihr könnt offenbar Gedanken lesen. Sprecht weiter. Wenn ihr noch mal auf die zweite Zeichnung sehen würdet. Sagt mir Bescheid, wenn ihr euch für die Höhe des Turms entschieden habt. Nun, zuerst muss ich wissen, ob ihr überhaupt der Richtige für die Stelle seid, nicht wahr? Gott wird mit einem solchen Langhaus zufrieden sein. Das weiß nur Gott allein.
Nicht viele verstehen die Notwendigkeit der Seitenschiffe. Das glaube ich gerne. Über allem anderen befinden sich die Obergadenfenster. Ich kann sehen, dass ihr euch viele Gedanken gemacht habt. Ich frage mich nur, wie viel Zeit würde der Bau in Anspruch nehmen? Ein grober Schätzwert würde mir reichen. Das hängt davon ab, wie viele Leute ihr beschäftigt. Bei 60 Steinmetzen und Maurern könnte man überall gleichzeitig mit der Konstruktion beginnen, anstatt abschnittsweise von Ost nach West zu bauen. Das würde dann zwischen 8 und 10 Jahre dauern. Ich wünschte, meine Mönchsbrüder könnten so gut rechnen und vorausplanen wie ihr. Das hieße, ich müsste 200 Pfund pro Jahr aufbringen. Wenn man so nimmt, klingt es gar nicht so schlimm. Ihr wollt also unbedingt selbst diese Kathedrale bauen, nicht wahr? Ja, Vater. Ich möchte, dass ihr mich zum Dombaumeister bestimmt. Warum? Weil er den Menschen Hoffnung geben will. Ach so. Dann beantwortet mir eine letzte Frage. Wenn die Gläubigen eure Kirche betreten, welches Bild würde das Tympanon über dem Eingang krönen? Ein Bild vom jüngsten Gericht, um sie zu mahnen, Gutes zu tun? Oder eines vom Paradies, um sie an Gottes Gnade zu erinnern? Zeig ihnen die Hölle, damit sie Angst davor bekommen, Böses zu tun. Ich hätte lieber was mit Bäumen und Tieren. Es sollte die Verheißung eines besseren Lebens sein. Darum soll es den Himmel zeigen. Toll! Melius, gibt es Neuigkeiten von meinem Bruder? Nein, leider nicht. Seit der Bischof und Percy Hemley uns besucht haben, hat niemand mehr von ihm gehört. Papa, wird es in der Kathedrale auch Statuen geben? Statuen? Das reicht jetzt, Kinder. Geht besser raus zum Spielen. Vater? Ja? Meine erste Frau, Agnes, sie ist ohne einen Priester gestorben. Und sie ruht in ungeweihter Erde. Manchmal baut jemand eine Kapelle oder gründet ein Kloster, weil er hofft, nach dem Tode Gnade vor Gott zu finden. Glaubt ihr, dass ich mit meinem Entwurf zu Agnes Seelenheil beitragen kann? Heutzutage verlangt Gott keine Blutopfer mehr, denn das größte Opfer wurde bereits gegeben. Aber Abrahams Geschichte lehrt uns, dass Gott von uns das Beste verlangt, was wir haben, das, was uns am meisten am Herzen liegt. Also müsst ihr euch fragen, ist dieser Entwurf das Beste, was ihr Gott bieten könnt? Außer meinen Kindern? Ja. Dann seid getröstet, Tom Bilder. Gott wird euer Angebot annehmen.
Jack, sei so gut und gib Paul diese Kräuter, ja? Er ist doch ein Mönch. Du magst keine Mönche. Nun, die meisten Leute hier sind Mönche. Und es scheint, dass nicht alle von ihnen schlecht sind. Was nicht heißt, dass du nicht vorsichtig sein solltest, bevor du einem von ihnen vertraust. Nun, dein Sohn hat mir bereits vertraut. Oh ja, ich weiß, wer dieser Junge ist. Und ich weiß, wer du bist. Bald werden sie dich aus Kingsbridge vertreiben, Hexe. Und da ist er. Gebt unserem Prior den Beifall, den er verdient. Oh, ihr wisst, ich folge nur Gottes Willen. Macht alles bereit für die Glocke. Macht euren Prior stolz. Tja, danke. Ab mit dir, Jack, und vergiss Pauls Kräuter nicht. Hey. Was machst du? Ich führe Aufsicht. Tom hat mich drum gebeten. Wir kommen jetzt besser klar, weißt du? Er fragt mich Sachen und ich kann ja oder nein sagen. Hey, hast du ihm erzählt, dass ich Probleme mit ihm hatte? Du kleiner Idiot, ich hab dir doch gesagt, dass du das nicht tun sollst. Ich muss nachher ein paar Pflöcke zurechtschnitzen. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Oder du machst, was du sonst den ganzen Tag machst. Weiß der Henker was? Ist deine Entscheidung. Das ist von meiner Mutter. Oh, Gott segne sie. Junge, ganz gleich, was Remigius sagt. Deine Mama ist eine Heilige. Oh, ist das die Glocke? Kannst du sie von hier aus sehen? Eine Glocke ohne Kirche. Dein Vater hat wahrhaft sonderbare Ideen. Kann sein. Was ist eine Glocke? Verzeihung. Du? Dich kenne ich doch. Du bist der Junge ohne Vater. Inzwischen habe ich sogar zwei Väter. Ach, wirklich? Ja, Tom Bilder und Jack Sherberg. Ich dachte, du wärst nicht der Sohn des Baumeisters. Naja, jetzt wohl schon. Ich muss sagen, Prior Philipp hat nicht zu viel versprochen. Ihr habt wirklich viele Schafe hier. Du kennst Philipp auch? Ja, Philipp kenne ich auch. Er ist überhaupt der Grund für meinen Besuch. Ist er da? Irgendwo bestimmt. Der Gute ist ein vielbeschäftigter Mann. Aber keine Angst, ihr werdet ihn bestimmt nicht lange suchen müssen. Gut. Vielen Dank. Willst du ihr folgen? Keine Eile. Wir wissen ja nun, wo wir sie finden können. Ah! Oh!
Herr Bischof, William Hamley ist zurückgekehrt, um euch zu sehen.